Ja, hallo, mein Name ist Christian Lemschemeier. Ich bin Paartherapeut und vor allen Dingen erkältet und Erziehungscoach in Hamburg. Und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Oh Mann, aber es ist echt unfassbares Wetter. Minus 11 Grad in Hamburg, ey. Oh. Aber sehr schön. Also, wir haben ja ein Wunschvideo. Könnt ihr auch machen, wenn ihr auf liebeschipp.de das E-Mail-Coaching bucht, da kann man auch sagen, ich hätte gerne ein Video. Und genau, und ansonsten fängt in 2 Tagen die nächste Selbstliebe-Challenge an. Und bis dahin gibt es auch noch den verbilligten Preis beim neuen Kurs Bindungsangst und Co-Abhängigkeit, der auch echt cool angekommen ist. Und dann noch in eigener Sache, ich besuch irgendwie so ein Second Base in München, irgendwie so eine kleine Wohnung, die man vielleicht auch nutzen kann, um mal Patienten zu sehen, Klienten zu sehen, aber wo man auch mal übernachten kann, wenn irgendjemand bei euch was weiß, in München, um München, an den Seen, gerne Bescheid sagen, genau, am besten einfach an praxis@ehebrat.info oder über ein Kontaktformular auf liebeschipp.de. Ja, genau, also das Thema heute ist eine Nachricht von Katlatnova und ja, es geht um das Thema, so also mein Mann hatte eine bzw. mehrere Affären, Midlife Crisis. Wie gehe ich damit um? Also, lieber Liebeschip-Coach, was für ein Tag gestern. Ich bin schon seit letztem Jahr ziemlich verzweifelt und diese Woche dann dein Video. Es hat mich verändert. Ich bin sofort verändert gewesen. Wow, wie machst du das? Das ist meine unglaubliche Ausstrahlung. ja. ich muss dir schreiben, ich würde am liebsten sofort in deine Praxis kommen und mein Baby und Leben nicht vereinbar. Ja, mach gerne. Wieso dieser heftige Schmerz und die Einsicht, dass du in den Videos einen Teil der Wahrheit gefunden hast? Ich hoffe, du schreibst zurück und sagst ungeschminkt, was du denkst. Also, ich bin in den 40ern, seit vielen, vielen Jahren in einer Beziehung. Wir haben 4 Kinder. Wir haben mal in einer Stadt ein Haus gebaut und nach langem Hin und Her. Gut, dann vor ein paar Jahren erfährt mein Partner eine sehr schwere Krankheit, Diagnose und fährt auf Kur. Er ist danach verändert. Ich erfahre, dass er unsere Ehe in Frage stellt und auch in seine Kollegin verliebt sei. Ja, jetzt muss man sagen, also da kommen natürlich mehrere Sachen jetzt zusammen. Er ist in einer ganz langen Ehe, was an sich schon auch in dem Alter so für Midlife Crisis und da gibt es ja auch einige Videos von mir, dass da, wenn man so das Gefühl hat, oh Gott, mein Leben ist bald vorbei, was kommt denn jetzt noch und ich will noch was erleben. Also gut, dass das für viele Männer, meine Frauen teilweise auch oder auch viele Frauen so ein Punkt ist, ja, wo man da so sehr in Gefahr ist, sag ich mal, dass sowas passiert. Wenn da jetzt auch eine Krankheit dazukommt und man das Gefühl hat, vielleicht lebt man sowieso nicht mehr so ewig, kann das nochmal extrem anschieben. Das ist auch irgendwo verständlich vielleicht, aber wenn diese ganze Unehrlichkeit reinkommt, was wir jetzt gleich auch sehen, dann ist es halt ja, kein partnerschaftliches Gespräch mehr, ne? Wo man sagt, so und so geht es mir, das und das habe ich jetzt vor. Ich könnte sein, dass ich mal was anderes brauche, können wir unsere Ehe mal öffnen. Also dieses Gespräch, das findet ja nicht statt, ne? Deswegen finde ich das so kritisch. Ferner geht er eine enge emotionale Beziehung mit einer Kurteilnehmerin ein, die in einer anderen Stadt wohnt. Er betont, es sei nicht körperlich. Ja, bestimmt. Immer 1 Meter Abstand gehalten. Aber es trifft mich hart. Ah, bestimmt rein emotional, aber gut. Im November 2015 will ich ihn unbedingt nochmal ein Kind kriegen und wir bekommen es dann auch. Das Kind wird dann geboren und dann beginnt dein Partner noch ein Studium. Und ja, dort lernt er wieder eine Frau kennen, wie er verheiratet seit vielen Jahren. Gut, ist jetzt das gleiche in Grün, ne? Erstmal, das sind ja auch so die typischen Orte, sag ich mal, ne? Studium, Kur, Arbeit.
Dann im letzten Jahr teilt er mir mit, dass er sie liebt und trotzdem mit mir zusammen sein will. Willkommen in einer offenen Beziehung. Oder wie du das nennen willst, Freundschaft plus Ehe, offene Ehe, keine Ahnung. Gut. Es gehe darum, Muster aufzulösen. Er hat mich immer gestützt. Also das heißt, also sozusagen, er hat ein Recht darauf, jetzt zu machen. Und eure Ehe ist ein altes Muster, was er nicht mehr, also er findet so monogame Beziehungen scheiße, ne? Heißt das jetzt. Ja, kann man finden, aber du musst das ja nicht mitmachen, ne? Also, und er hat so vieles vermisst, also bist jetzt auch wieder so ein bisschen schuld. Ich meine, bestimmt hat er einiges vermisst, du hast wahrscheinlich auch einiges vermisst, nur er trifft die Entscheidung, andere Frauen zu vögeln, ne? Oder was auch immer er genau macht. So. Durch die er Kernanteile von sich erst jetzt erkennt. Wir lesen Erich Fromm, Lukas Möller. Das ist alles unnötig. Also, du bist nicht seine Therapeutin, du musst ihn nicht verstehen. Deswegen, also ich mache Paartherapie immer total simpel. Es ist einfach Standard Steelbreaker. Ne? So, dein Partner macht irgendwas und du überlegst dir, ist das nun mal ein Standard vereinbar? Ist es nicht? Dann spreche ich mit ihm. Ist ein Dealbreaker, dann ja, löse ich Beziehung auf, Exklusivität auf, wie auch immer. Das ist eigentlich total einfach. Ne? Wenn man muss nur die innere Kraft dazu finden. Ne? Weil es ist völlig wurscht, warum er das macht, letztlich für dich. Also natürlich kann man darüber reden, aber du willst es nicht. Und was ich immer sage, wenn in Fremdgehsituationen, warum sollte man echt meiner Ansicht nach knallhart sein, ne? Schon eigene Spielfläche sauber halten, keinen Mist bauen, nicht den gleichen Mist machen oder das heißt, könntest du sogar, aber also jetzt nicht irgendwie attackieren jemand oder so, aber einfach sagen, nee, du, wenn du andere Frauen vögeln möchtest, okay, aber nicht mit mir, dann ist unsere Beziehung jetzt vorbei und wenn du Kontakt abgebrochen hast zu der anderen Frau, dann können wir gerne über unsere Ehe reden. So, das ist eigentlich ist ganz einfach, aber ich weiß, man will den Partner verstehen und mit ihm reden, aber es ist an diesem Punkt, das ist auch eine gute Sache, aber an diesem Punkt überhaupt nicht notwendig. An diesem Punkt geht es darum, eine Grenze zu setzen und zu sagen, wunderbar, kannst du alles machen. nicht so schön, dass du mich hier konsequent anlügst, was ich so zwischen den Zeilen rauslese. Aber macht es aber nicht mit mir, ne? Weil, warum macht dein Partner das? Weil er es kann. Er kann es. Die anderen Frauen machen es mit, du machst es mit. Und warum sollte er was verändern, wenn du seine Socken wäschst und er, ja, dann noch Spaß haben kann woanders? Jetzt kannst du natürlich sagen, mache ich mit, aber dann ist es deine Entscheidung. Ne? Das ist deine Entscheidung und dann ist es auch wieder dein Ding, so ein bisschen, dass du, wenn du leidest, dann sagst du ja dazu, ne? Wenn du das sagst, das mache ich mit. Ne? Ich frage immer nach, ob es körperlich sei, was er immer dann verneint. Ja. Wieder bestimmt mit 1 Meter Abstand immer. Ich bin dennoch fertig. Im November kommt es dann doch raus, doch es war körperlich und ich bitte ihn aus dem Haus. Also wieder, es ist jetzt wirklich, also weißt du, man kann einmal jemand verzeihen, dass er fremd geht, ne? Oder auch Scheiße gebaut hat. Jeder von uns baut Scheiße, aber weißt du, wenn jemand konsequent lügt und das immer wieder macht, da kannst du nichts machen. Wie gesagt, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass dein Mann irgendwie ein Böser ist oder ein Narzisst oder ich weiß es nicht, aber es kann alles sein, dass es Midlife Crisis, die Erkrankung ist. Könnte ich sogar ein bisschen verstehen, so aus der Ferne. Nur er bindet dich da nicht ein. Er sagt nicht, so und so ist es. Ne? Also ich möchte momentan keine Beziehung mehr haben oder ich möchte eine offene Beziehung leben. Also das fehlt halt. Ne? Und du misst dich da ab und er macht einfach sein Ding. Ne? Und ja, das ist schon krass. Ne? Und wenn jemand konsequent lügt, dann kann man auch auf nichts aufbauen. Du musst einfach davon ausgehen, dass er das immer weitermacht. Von was sollst du sonst ausgehen? Und solange er sagt, er hat irgendwo ein Recht darauf, was willst du da machen, ne? Also ich finde mal, solange keine, auch wenn jemand mal echt Scheiße baut, solange er sich nicht 1A entschuldigt, braucht man gar nicht weiter reden, ne? Weil dann gibt es keine Einsicht und dann wird der gleiche Mist immer wieder passieren. So,
Er wollte nicht gehen, bis heute nicht. Nach 3 Wochen auf der Straße hat er eine Wohnung. Er kommt aber immer wieder zu mir, will mit mir zusammen sein. Ja, ist ja klar, er will natürlich, ist doch klar. Will die Familie auch nicht verlieren, ne? Meine Güte, Entschuldigung. Er will nicht, dass es endet und ich leide, leide, leide. Ja. Mit den Kindern hier allein, das will ich nicht. Ja, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also, wie gesagt, solange du das mitmachst und solange du deine eigene Angst vor Trennung und Einsamkeit nicht in den Griff kriegst, bist du wachst in seinen Händen, ne? Also solange du, also verhandelst für dich hier schlecht, ne? Solange du sagst, allein sein kommt nicht in Frage, hat er natürlich alle Karten in der Hand, ne? Dann sagt er, dann kann er immer wieder, ob bewusst, unbewusst sagen, komm, wir lesen noch ein Buch oder wir reden noch mal oder wir gehen noch mal in uns, aber letzten Endes macht er, was er macht, ne? Und dass ich immer wieder sage, Worte sind ein Scheiß, echt. Also guck darauf, was Menschen machen. Es wird so viel gelabert. Also das ist ja. Ja, jetzt ist unser Commitment gewesen, dass die beiden den Kontakt via SMS oder Mail oder Anrufen abbrechen. Einen Monat hat es auch geklappt, bis letzte Woche, bis er wieder in eine andere Stadt musste. Es ist immer das Gleiche. Er will es einfach nicht, ne? Und es ist auch so eine Art von Future Faking, Luftschlösser bauen, dass er immer wieder sagt, er macht was und du bleibst, also, und damit bekommt er seine Wünsche erfüllt. Ne? Er sagt, ja, ich ändere jetzt was, oder in einem Monat ändere ich was, oder in einem halben Jahr. Und damit hält er dich bei der Stange, damit hält er dich und die andere Frau. Ne? So, ich bestehe darauf, dass sie sich einfach nicht privat dort treffen. Mein Partner will davon nichts wissen und holt sie jeden Morgen aus ihrem Apartment ab. Ja. Oh Mann, ja, bestimmt schlafen wir auch, übernachten bestimmt auch nicht zusammen. Klar, ja. So, und fährt sie jeden Seminartag wieder nach Hause und ist wahrscheinlich auch nicht körperlich. Er sagt, er hat Gefühle für diese Frau, wo soll er denn damit hin? Also er macht einfach komplett sein Ding. Und wenn du mit einem Partner bist, der komplett sein Ding macht, dann ist es für dich, das Universum, dir zu sagen, dass du vielleicht ein bisschen egoistischer sein darfst, ne? Dass du vielleicht mehr in Selbstliebe gehen darfst. Ne? Ich habe ihn danach nicht mehr ins Haus gelassen, ich kann einfach nicht. Total richtig. Also ich würde sagen, wir regeln das mit den Kindern und ich will dich nicht sehen. Fertig. Und wenn du, hab keine Lust mit dir Kontakt zu haben, wenn das beendet ist, melde dich wieder. Wenn er sich meldet, sagst du, hast den Kontakt abgebrochen. Und er sagt, ja, okay, dann kannst du sagen, können wir wieder reden. Und wenn das dann noch einmal passiert, und dann sagst du ihm glasklar, wenn es noch einmal passiert, dass du mich anlügst, bist du raus. Definitiv. Also so würde ich das handhaben. So, ich kann einfach nicht weiter, wenn er das nicht lässt. Und ich zerstöre diese Familie. Hey, du zerstörst sie doch nicht. Also, er will das nicht mehr. Oder er zerstört sie. Weil ich es nicht schaffe, meine Liebe bedingungslos zu halten. Warum kann ich es nicht? Das ist gesund, dass du das nicht kannst. Also mal ganz klar, eine Beziehung ist kein Ort für bedingungslose Liebe. Das ist ein Riesenquatsch, der nur dazu führt, dass man nach kreuz und quer benutzt werden kann. Ne? Das muss nicht zwingend passieren, aber da muss man immer sagen, ja, ich liebe jemanden bedingungslos. Weißt du, wenn jemand bei dir in die Wohnung kommt und pinkelt in jede Ecke, sagst du dann auch, ja, ich liebe dich bedingungslos, ja, du musst es mal, hast es nicht geschafft, ne? Ja, du wirst irgendwelche Gründe haben in deiner Kindheit, warum du das machst. Nee, es ist Mist, ne? Das willst du nicht, machst du raus. Und also Gott kann bedingungslos lieben oder man kann Kinder vielleicht bedingungslos lieben oder ein Tier bedingungslos lieben, selbst dann, selbst das. Weiß ich nicht, aber eine Partnerschaft oder man kann jemand aus der Ferne bedingungslos lieben in einer Partnerschaft, das ist einfach nicht der richtige Platz dafür. Ihr solltet Bedingungen haben. Das sind ja gerade Standards im Dealbreaker, sonst passiert genau das, was hier passiert. Ne? Und es ist natürlich gar nicht so kritisch gemeint. Ich verstehe genau, was da passiert. Ne? Das ist einfach. Total schwierig und es ist wirklich extrem schmerzhaft. Und ja, aber es ist, wie es ist, ne?
So, und dann hast du später noch ein bisschen mehr geschrieben. Guck, ob da noch irgendwas Neues drin steht. So, also er hat hier noch gesagt, er liebt die andere Frau und hat durch diese Begegnung eine Seite an sich entdeckt, die er so gar nicht kannte. Er sei liebesfähig. Er ist halt verknallt, ne? Ich meine, ja, okay. Habe ihn aus dem Haus geworfen, weil er auch ständiges Nachfragen von mir, ob es körperlich sei, verneinte. Ja, es ist genau richtig. Ja. Es stellte sich durch Zufall raus, dass es nicht stimmte. Letzte Woche haben wir ein Commitment abgeschlossen. Trotzdem kommt mein Partner gestern zum Beispiel wieder mit Aussagen, dass er sie vermisst hat. Ich habe das so satt und er sagt, er wisse nicht wohl mit seinen Gefühlen. Das ist nicht dein Problem, ne? Was kann ich tun, ohne ständig in dieser Wut gefangen zu sein? Kein Kontakt, also außer die Kinder, ne? Es ist so wenig Freude hier, dass du kannst so nicht gesunden, solange er das macht. Also entweder er hört auf damit oder er muss aus deinem Leben raus erstmal, bis du gesunden kannst, ne? Und dann, weiß nicht, kannst du einen Liebeskummerkurs machen oder Umprogrammierung des Liebeschips, wären, glaube ich, auch viele Tools für dich drin. Unsere vier Kinder leiden und ich fühle mich auch schlecht. Ja, wo ist denn da seine Liebesfähigkeit eigentlich? Ja, also er ist einfach verknallt. Ich meine, dann kriegt man auch nicht mehr so viel mit. So, dann habt ihr nochmal versucht zu reden. Er macht mich echt wahnsinnig. Das Ende vom Lied war, dass er so Sachen sagt wie er vermisse mich. Dabei gehe ich nicht. Ja, er will dich im Loop halten. Er will einfach beide haben, aber es ist. Das heißt doch nicht, dass er dich so sehr liebt gerade. Also sonst würde er das nicht machen, ne? Und er bezieht sich auf ein Erlebnis am Fluss, welches wir letzten Sommer hatten, was sehr intensiv war. Das ist schon ein bisschen manipulativ, finde ich. Echt. Also, das heißt, er appelliert jetzt an deine Gutmütigkeit, die du wahrscheinlich sowieso viel zu viel hast. Also hör auf damit, ne? Jetzt fühlt es sich einfach nur krude an, da hänge ich fest auf ganze Tage und Nächte. Ja, such dir auch Hilfe vor Ort oder mach mal eine Strategiesitzung. Tut mir echt total leid, ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt, aber lass es los erstmal, ne? Bis er konsequent weg ist und aber also kann sein, dass die Ehe echt nicht mehr zu retten ist. Also da ist jetzt so viel passiert. Aber gut, ich habe keine Glaskugel, ich weiß es nicht. Aber wie willst du ihm wieder vertrauen, ne? Frage ich mich. Also. Guck mal, ob du zu viel zulässt in deinem Leben, zu selbstlos agierst und hör auf mit unbedingter Liebe. Also du musst ganz klare Standards und Dealbreaker hier haben. Gut, ja, Mann, tut mir echt leid. Das ist, wie gesagt, das könnte, also im besten Fall hätte sich einfach mega verknallt, aber ich weiß nicht, diese ganze Art, wie er das handelt, die schon. Ich würde schon mal drüber nachdenken, Mensch. Also wenn man Leute in seinem Leben hat, die zu egozentrisch agieren, sollte man echt nachdenken, ob man selber zu nett ist, ne? Das würde ich schon mal machen, ne? Und geh aus dem Kontakt raus, wirklich, weil da kriegst du diese Manipulationen irgendwo, ne? Die dich einfach nur da halten, wo du gerade bist, im Feld des maximalen Schmerzes, ne? Und das würde ich nicht mitmachen. Das hat auch mit Liebe nichts zu tun, meiner Meinung nach. Gut. Soweit, wir werden uns bald wiedersehen. Ciao.